Guten Morgen. Tag 8 nach meinem Umbau. Mir geht es super, außer ich habe gerade das Gefühl, ich müsste ein Kind gebären. Es war wohl doch ein bisschen wenig Flüssigkeit für das ganze Protein. Ich habe Verstopfung. Richtig schlimm Verstopfung heute Morgen. Also es ist richtig schmerzhaft. Ich sitze schon seit einer Stunde immer wieder auf dem Klo. Und es geht einfach nichts. Ich habe echt das Gefühl, ich müsste ein Kind auf die Welt bringen. Ja, ich hoffe, das kriege ich heute noch hin. Aber ansonsten geht es mir super. Keine Schmerzen mehr. Nachts kann ich auch liegen, wie ich will. Ich nehme an, dass viele Proteine, vielleicht nicht ganz genug getrunken, fehlende Ballaststoffe tun dann ihr Übriges. Kaffee, mit Koffein trinke ich im Moment auch keinen. Ja. Ja. To be continued. Ich sitze jetzt hier gerade mit meinem Schweinchen. Das versucht sich vor mir zu verstecken, weil ich ihn zufüttern will. Ich habe ihm gerade seine Medikamente gegeben, weil er nicht so gut gefressen hat nach dem gestern. Ja. Jetzt will ich ihm so eine Peppelnahrung geben, hier in der Spritze drin. Die hasst er. Aber wenn er nicht reicht, nicht genug frischt. Ja, mein Jücher, ich weiß. Ein ganz kleines bisschen. Ist überhaupt was rausgekommen? Und dann muss ich ihm jetzt gleich nochmal die Wundhöhle mit dieser Salbe eincremen. Auf gut Deutsch muss ich dich richtig ärgern, mein Cookington. Da ist auch gar nichts rausgekommen. Fein. Ich trotzdem tapfer. Ich hatte Erfolg auf dem Klo. Ja, das ist dieses extrem eiweißreiche ohne Ballaststoffe. Und hatte ich jetzt schon ein paar Mal seit beiden Magen-OPs. Gerade am Anfang auch. Ist manchmal wirklich so schlimm, dass ich mich teilweise ins Homeoffice gemeldet habe damals, weil ich nicht vom Klo gekommen bin. Oh mein Jüger, muss ich hier nochmal an deine Entzündung? Ja, da drehst du dich gleich um, da hast du gar keine Lust drauf, ich weiß. Aber ich will mal jetzt irgendwie hinkriegen, damit du gesund wirst. Gar nicht so richtig sehen, was ich mache. Mit deinen ganzen Haaren. Ja, Schatzi. Das Fell ist auch ganz verklebt von dem Eiter, der da rausgelaufen ist. Ich weiß. Ich weiß. Es ist jetzt mittlerweile fast 13 Uhr. Ich habe heute Morgen ein ganz dünnes Rührei gegessen aus 2 Eiern und das habe ich super vertragen und ging auch klasse. Aber ich merke schon, dass ich dann auch wirklich so eine Art Völlegefühl hatte. Also nicht so wie damals nach der Schlauchmagen-OP, aber es ist auf jeden Fall ein Sattgefühl bei mir angekommen.
Und es hat mich jetzt extrem lange, also es war heute Morgen um 8, 8.30 und jetzt ist 13 Uhr und jetzt kriege ich wieder Hunger. Also es hat mich jetzt auch wirklich extrem lange satt gehalten. Ja, und jetzt mache ich mir zum Mittagessen wieder ein Süppchen. Ich habe gerade mal wieder zum 1000. Mal bei unserer noch gar nicht so alten Bosch-Trockner den Flüssigkeitssumpf sauber gemacht, damit sie weiter trocknet. Ist im Moment ein Dauerproblem. Da unten muss ich dann immer reinkriechen und Wasser rausziehen. Hochgradig nervig, weil das Gerät ist gerade mal 4, 4,5 Jahre alt und macht eigentlich schon seit 2 Jahren, also pünktlich mit Ablauf der Garantie, macht das Ding Probleme. Ärgert mich auch. Aber ja, ich muss dann immer wieder da alles durchputzen und händisch manuell entwässern, alle paar Trockengänge und dann geht es mal wieder ein bisschen. Aber im Moment macht er trotzdem Zicken. Da muss ich meine Wäsche im 20-Minuten-Rhythmus trocknen. Das ist alles nicht so optimal. Ja, ansonsten geht es mir sehr gut. Ja. Also Hunger ist auf jeden Fall da, muss ich sagen. Appetit ja sowieso, der ist ja nie weg, so dieser Kopfhunger. Aber jetzt der körperliche Hunger, ich merke jetzt nach meinem Eierfrühstück, ja, es war jetzt gut fast 5 Stunden gehalten und jetzt fühlt es sich doch sehr leer an und hungrig. Ich hatte mir mal so eine Tomatensuppe bestellt von Little Lunch. Die werde ich mir jetzt machen. Was habe ich da von meinem neutralen Eiweiß 20 Gramm reingerührt? Ich weiß nicht, ob das so heiß war oder so, oder ich nicht genug gerührt habe. Auf jeden Fall hat das jetzt so richtig wie Klumpen gemacht, wie Käse, den man schmilzt. Für ein neutrales Instant-Protein nicht so gut. Ja, schade. Habe ich vielleicht einfach nicht genug gerührt oder war es zu heiß? Auf jeden Fall ist es geklumpt. Ich werde es jetzt trotzdem ein bisschen essen. Also ich esse das nicht auch. Ich habe es probiert. Muss ich jetzt leider wegkippen. Aber kriege ich nicht runter. Hallo ihr Lieben, Tag 9. Ich liege heute noch im Bett. 7.50 Uhr. Kinder sind gerade zur Schule. Ich chill hier gerade noch so ein bisschen. Ja, meine ganzen Haare, die mir zu Berge stehen, ne? Das ist das, was ich letztes Jahr alles verloren habe, mir jetzt nachwächst. Man sieht das richtig gut bei mir. mir geht's sehr gut. Bisher vertrage ich alles, es tut auch nichts mehr weh. Heute Morgen wache ich auf und mein Magen fühlt sich so ein bisschen, keine Übelkeit, ich weiß auch nicht, so eine Mischung aus Hunger und Übelkeit, wisst ihr, was ich meine? Ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee und lass heute mal langsam angehen. Heute habe ich mir den ersten längeren Termin gelegt nach der OP, aber ich fühle mich auch soweit fit. Werden wir sehen, ob ich mich übernommen habe, werde ich ja dann merken. Sicherheitshalber nehme ich jetzt im Moment wirklich überall hin Traubenzucker mit, falls irgendwas wäre, ich schnell Energieschub bräuchte. So, heute habe ich jetzt irgendwie ein bisschen übertrieben. Ich habe heute mal ein bisschen aufgeräumt, geputzt, gestaubsaugt und ich habe dann schon gemerkt, oh, irgendwie, ich glaube, das war jetzt zu viel, irgendwie habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Und jetzt hatte ich meinen Banktermin und war jetzt unterwegs 2 Stunden lang und habe noch ein bisschen eingekauft. Und ja, jetzt, das war, glaube ich, einfach ein bisschen zu viel. Jetzt muss ich mich auf den, muss ich mich echt ausruhen und körperlich mal ein bisschen schonen hier. Ansonsten geht es mir aber gut. Heute noch nicht viel zu mir genommen. 2 kleine Fruchtzwerge und einen Y-Food-Drink. Ja, deswegen mache ich mir jetzt einen leckeren Kartoffelbrei. Tag 10.
Ich fühle mich gut. Jetzt hat mein Magen gerade geknurrt. Keine Schmerzen, kein Reflux, kein Sodbrennen. Habe noch nichts gefrühstückt. Das sollte ich jetzt mal machen, denn ich habe wirklich so ein leichtes Hungergefühl. Also das mit dem kein Hunger haben, das hat bei mir ja schon bei der ersten OP nicht funktioniert. Da habe ich ja auch nach einer Woche wieder Hungergefühl entwickelt, ganz normal, also wirklich mit grummeligem Bauch und leerem Bauch. Und das ist jetzt auch wieder so. Also ich bin jetzt vor 2 Stunden aufgestanden, vor über 2 Stunden habe halt noch nichts gegessen und jetzt grummelt halt mein Bauch und ich habe Hunger. Ja, also es hat sich nicht geändert. Gestern habe ich wirklich ein bisschen übertrieben, habe zu viel körperlich gemacht hier an Hausarbeit. Ich habe es dann wirklich gemerkt, dass das zu viel war. Und war dann brav und habe mich ausgeruht. Essenstechnisch geht wirklich bislang alles, was ich probiert habe. Und es fühlt sich, Leute, es fühlt sich wirklich so an, wie ich es mir gewünscht habe, dass ich da reingehe, das machen lasse und hinterher ist alles so wie vorher. So fühlt sich es im Moment an. Toi, toi, toi. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber so weit, so gut, habe ich alles vertragen, habe überhaupt keine Probleme. Ich hatte laktosefreie Milch gekauft, aber ich hatte jetzt versehentlich auch ein paar laktosehaltige Sachen schon wieder zu mir genommen. Vertrage ich ohne Probleme. Auch alles an Getreide, was ich bisher probiert habe, Getreidebreie, auch eine Scheibe Toast habe ich probiert, ohne Probleme. Nudeln und Reis, weil da so viele sagen, es gibt, ist problematisch. Gut, damit werde ich jetzt tatsächlich warten. Da fühle ich mich noch nicht bereit, das jetzt zu probieren. Aber ansonsten, morgen ist mein 2 Wochen Kontrolle beim also in der chirurgischen Ambulanz im Adipositaszentrum. Da werden die OP-Wunden angeguckt. Ich habe jetzt, weil ich eine Allergie entwickelt habe, meine Pflaster tatsächlich fast alle schon abgemacht. Aber wie ihr seht, ist das super verheilt. Morgen werden sie eh abgemacht worden. Alles in allem fühlt es sich fast manchmal so an, als wäre überhaupt nichts passiert. Ich hoffe, das bleibt so. Der Grewe war gerade da. Das ist doch heutzutage wirklich ein Riesenvorteil. Und wenn man ein bisschen flügellahm ist, dass man sich alles liefern lassen kann. Ich genieße das und nutze das auch immer sehr gerne. Mein Rewe-Einkauf. Jetzt muss ich erstmal langsam einkaufen. Ja, und die dreckige Wäsche auch noch. Ich mag gerade so ganz leichte Aufräumarbeiten, versuche mich nicht zu überanstrengen, aber jetzt, ja, heute Nachmittag gehen wir mit Cookington, mit unserem Meerschweinchen Cookie nochmal zum Tierarzt. Da ist leider immer noch stinkender Eiter drin, obwohl es schon viel besser ist. Muss nochmal alles aufgemacht und gespült werden, die Abszesstasche. Der Arme, das tut immer so weh für ihn. Ja, aber insgesamt, glaube ich, ist es schon ein bisschen besser geworden. Mal schauen. Und jetzt packe ich jetzt hier mal meine Einkäufe aus. Einen Einkaufshaul mache ich jetzt nicht, ihr Lieben, aber ihr könnt ja mal mit einen Blick werfen. Ich habe heute Morgen gleich zugeschlagen, als ich gemerkt habe, dass es noch Liefertermine für heute gibt. Küchenpapier, Klopapier, Salat, ein bisschen was an Fertigessen als Snack für die Jungs, weil ich im Moment doch noch nicht so Essen zubereite, wie ich sonst mache. Hier sind ein paar Sandwiches, die liebe die. Quark, Skia, Eier, Vollkorntoast, Fleisch habe ich schon weggepackt. Habe ich Hackfleisch und Hühnerbrust gekauft. Rohrfrei, weil ich leider immer wieder Probleme habe mit verstopften Rohren. Dinkelmehl. Ja, unsere ganzen hier süß-saure Soße, Ketchup, leichte Mayo und ein paar glutenfreie Cracker. Darf ich ja bald wieder. Freue ich mich schon drauf. Was haben wir da noch? Ja, das sind tatsächlich, ich habe jetzt schon lange nichts mehr für die Jungs gekauft. Jetzt kriegen sie mal wieder eine Tüte Chips jeder.
paar Burgerbrötchen, weil da machen die sich zwischendurch immer gerne so ein mit Aufschnitt, so ein Burgerbrötchen. Dann haben wir hier noch jede Menge Kräuter und Bananen, noch mehr Salat, also nicht nur für die Schweine, auch für uns, so für Wraps, selbstgemachte Sandwiches, Burger, einen puren Salat traue ich mich im Moment noch nicht zu essen, aber die Kräuter, die sind tatsächlich für die Schweine, weil, ja, die lieben frische Kräuter. Und noch mehr Tüten. War wieder ein großer Einkauf hier. Taschentücher. Weichspüler. Brezelchen. Blauspüler fürs Klo. Pommesalz. Haben sich die Jungs gewünscht. Ja, Mandelmilch. Weichspüler. Lavendel-Hygienereiniger und Birnensaft. Das habe ich mal auf einer türkischen Seite für Schlauchmagenpatienten gesehen, dass die das auf der Empfehlungsliste für ihre Patienten auch so ein paar milde Säfte hatten, wie zum Beispiel 100%iger Birnensaft. Und der ist echt, das ist eine super Empfehlung, wenn ihr vielleicht irgendwie einen Spritz von irgendwas, was nicht so sauer und reizend ist, euch ins stille Wasser machen wollt. Gut, ist jetzt natürlich nicht ganz, hat Fruchtzucker, ne? Ist 100% Birne. Ich mache da ein bisschen von in stille Wasser mit rein und der ist sehr verträglich und sehr mild. Kann ich euch empfehlen. Was haben wir denn da noch? Öl und Salzstangen. Und Dreckwäsche, die wollen wir nicht brauchen. Gut, dann fange ich mal an mit Auspacken. Das war ein kurzer Einblick für euch in die letzten 2 Tage. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald, eure Susi.